Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du wichtig bist, einen Unterschied machst, eine Stimme hast und Fähigkeiten, eine Geschichte, die sonst niemand hat. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du gebraucht wirst. Dein Glaube, deine Liebe, deine Hoffnung. Dass diese Welt auf dich wartet. Auf deinen einzigartig schönen Beitrag. Du bist wertvoll. Du bist brillant. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Villa Wertvoll in Magdeburg. Und der Text, den ihr dazu gehört habt, ist der Segen, den wir jedem Kind, jedem Jugendlichen am Ende eines Workshops sprechen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das liegt zum einen hier an der Veranstaltung. Also Bundesratstagung. Ich war noch nie hier und ich finde allein den Namen schon echt gewaltig und einschüchternd. Zum anderen liegt das an den anderen RednerInnen. Ich habe mich vorher natürlich mit denen beschäftigt und dachte so, wow, Doktortitel aus Frankreich, Bundestagsabgeordneter und dann noch so eine Theatertante aus Magdeburg. Das ist schon auch respektseinflößend. Und das Dritte ist das Thema. Gerecht anders leben. Ich bin Mutter von 3 Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren. Wir preschen volle Kanne auf die Pubertät zu und ich höre täglich, wie ungerecht ich bin. Die Zockzeit ist ungerecht verteilt, die Süßigkeiten und die Ins-Bett-Geh-Zeit. Und wir haben mittlerweile am Kühlschrank, sammeln die Kinder so Post-its mit allen Sachen, die sie gerade ungerecht finden. Und ich habe gezählt, heute Morgen hingen da 15 Zettel. Als ich meinem Sohn sagte, dass ich hier heute zum Thema gerecht anders leben was sage, sagte er, ja super, kannst ja vielleicht was lernen. Es wäre vielleicht also ein guter Punkt, sich einfach hinzusetzen und zuzuhören. Obwohl er sich in seinem Leben nicht an alles hält, was er sagt, hat er recht. Habe ich letztens in einem Buch gelesen. Und das hat mich ermutigt, heute mit euch ein paar Gedanken zu teilen. Und zwar als eine, die mit dem Thema Gerechtigkeit ringt. Als Mutter, als Theaterpädagogin in der Villa und auch als Gründerin, die irgendwann anfangen musste, Gehälter zu zahlen und ein Arbeitsteam aufzubauen. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, habe was Anständiges gelernt, also ich war Industriekauffrau, habe dann Theologie studiert und bin als Evangelistin einige Zeit durch Deutschland gereist und habe dann eine Streetworking-Arbeit unter Prostituierten angefangen und das war so ein erster Punkt, wo ich mit sozialer Ungerechtigkeit in Berührung gekommen bin. 2008 sind mein Mann und ich nach Magdeburg und haben dort nochmal ganz andere Arten von Ungerechtigkeit kennengelernt. Wir haben viel mit Jugendlichen aus herausfordernden Verhältnissen gearbeitet. Wir haben einen Fußballclub gegründet, den 1. FC Knast 09. Da ich nicht Fußball spielen kann, bin ich Präsidentin geworden. Ich habe gehört, das macht man so. Also nichts gegen irgendwelche Präsidenten hier, genau. Wir haben mit geflüchteten Kindern Theater gespielt. Wir haben Mädchen mit geplatzten Fruchtblasen ins Krankenhaus gebracht. Und in dieser Zeit ist ganz viel, konnten wir ganz viel Ungerechtigkeit sehen. Aber wir haben auch ganz viel Schönes erlebt. Ganz viele Träume sind entstanden und wir haben gemerkt, in dieser Ungerechtigkeit kann was Schönes wachsen. Wir haben einmal die Jungs vom 1. FC Knast, was wirkliche Haudegen waren, mit auf ein Sommerlager genommen, Sola.
Und erst im ersten Sola waren sie nur Teilnehmer bei den Teens und das war schon sehr spannend. Im zweiten Sola haben sie dann mitgearbeitet beim Kindersola. Und ich habe gemerkt, wie sie sich verändert haben. Wie sie plötzlich angefangen haben, fürsorglich zu werden, für die Kinder da zu sein, mit denen Gute-Nacht-Gebete gesprochen haben, obwohl sie selber vorher noch nie gebetet haben. Und es war so ein schöner Moment, wo ich dachte, wow, die brauchen einfach einen Ort, wo es leichter ist, gut zu sein. Dann kamen sie wieder zurück, Sola war vorbei und ich hatte das Gefühl, nee, irgendwie ist das doch nicht alles. Und in diesen schönen, in diesem hoffnungsvollen, in diesen kleinen Funken und Gebetserhörungen sind wir immer wieder an unsere Grenzen gekommen. Jetzt brauche ich mal Hilfe von Oliver. Oliver, du musst dich jetzt einmal hier vorne hinstellen. Achtet jetzt nicht so sehr auf Oliver. Genau, komm ruhig ein bisschen näher. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil es ist gefährlich hier. Da waren nämlich Stacheln. Und wir haben gemerkt, dieses Umfeld, aus dem die Kinder kommen, ist so gefährlich für all die Träume, für all die Wünsche, für all das Schöne, was da ist. Und diese Ungerechtigkeiten, diese Stachel waren zum einen oder sind immer noch die Startbedingungen. Wenn ich die Kinder anschaue, die in die Villa Wertvoll kommen, dann merke ich, was für ungerechte Startbedingungen Kinder haben, die schon vor Geburt an vielleicht nicht gewollt sind, wo Alkohol und Gewalt eine große Rolle spielt. Und ich denke mir, es ist eine extreme Ungerechtigkeit allein von Anfang an. Ein zweiter Stachel, der immer wieder dazu führt, dass Verletzungen stehen, ist dieses System. Unser System hier in Deutschland hat ganz viel Gutes. Aber wenn du aus dem falschen Land kommst, wenn du nicht wirklich wertvoll bist für den Arbeitsmarkt, wenn du vielleicht die Sprache nicht kannst, mit der ganzen Bürokratie überfordert bist, dann kann genau das System dazu führen, dass Träume platzen. Ein dritter Stachel, der für unsere Träume gefährlich war, sind oft die Jugendlichen selber gewesen oder sind es auch immer noch. Denn es ist ja nicht so, dass man nur mit einer guten Idee irgendwo hinkommt und die Arbeit sofort von Erfolg gekrönt ist, sondern ganz oft haben sie uns gepiekst. Wir mussten erst vor ein paar Wochen einen Jugendlichen, den wir 2 Jahre lang in der Villa Wertvoll begleitet haben, ausschließen, mussten ihm Hausverbot erteilen, weil er zu einer Gefahr wurde für andere. Und da denkt man manchmal, Mann, das ist so ungerecht. Ich habe doch so viel in dich investiert. Die Grundvoraussetzungen, das System, die Leute selber und noch ein großer Stachel, das bin ja ich. Das sind ja wir. Es ist immer leicht, sich irgendwo mit einem Kapuzenpulli hinzusetzen und über das System zu schimpfen und alles schlecht zu machen und zu denken, man kann es besser. Aber in dem Moment, wo wir selber anfangen, was zu tun, wo wir selber vielleicht ein System etablieren, werden wir auch selber ganz schnell zu Menschen, die pieksen. Ihr habt gerade das Video von der Villa Wertvoll gesehen. Und das, was dort passiert in Magdeburg, ist ein totales Geschenk. Jede Woche kommen über 200 Kinder in die Villa und können kostenlos Theater spielen und tanzen. Kinder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Aber auch mit so einem schönen Projekt pieksen wir Menschen. Und auch wir treffen ungerechte Entscheidungen. Und ich würde euch gerne ein bisschen mit hineinnehmen, was für Ungerechtigkeiten bei uns ablaufen. Zum Ersten ist es ungerecht, dass wir manche Kinder abholen und andere nicht. Wir haben in der Nähe von der Villa Wertvoll eine Roma-Community. Und jeden Montag und jeden Donnerstag gehen Mitarbeitende von uns dorthin und holen Kinder ab. Klingeln an den Haustüren, sprechen mit den Eltern, bringen sie sicher in die Villa und wieder zurück. Nur bei denen. Nicht bei anderen Kindern. Nicht in der Wohngruppe nebenan, nicht in den Plattenbauten weiter hinter. Die müssen sehen, wie sie kommen, werden von ihren Eltern gebracht. Das ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass wir manche Kinder wegschicken. Wir hatten letztes Jahr im Herbst zum ersten Mal die Herausforderung, dass viel zu viele Kinder zu unseren Programmen kamen. Im Programm der Kids können wir maximal 50 Kinder aufnehmen und es waren 75 Anmeldungen.
Und dann saßen wir als Team zusammen und mussten entscheiden, welche Kinder wir wegschicken. Und eine Mitarbeiterin sagte, naja, aber es muss gerecht sein. Und wir haben gesagt, was ist denn gerecht? Die, die sich zuerst angemeldet haben? Da, wo die Eltern gesagt haben, schon ein halbes Jahr vorher, mein Kind soll einen Platz haben? Die, wo die Eltern im Förderverein Mitglied sind, die Geld bezahlen? Die, die geflüchtet sind, die in der Wohngruppe sind oder die auf dem privaten Gymnasium sind? Und wir haben gemerkt, wir können keine gerechte Entscheidung treffen. Denn wenn du von der Perspektive guckst, ist das gerecht. Und wenn du von hier guckst, ist was ganz anderes gerecht. Und wir haben Kinder weggeschickt, die es vielleicht bitter nötig gehabt hätten. Das ist ungerecht und das tut weh. Und so werden wir selber zum Stachel. Und noch eine Sache, wo wir ungerecht sind, ist das Thema Gehälter. Wir mussten entscheiden, was für Gehälter wir zahlen. Wir haben 30 Menschen, die bei uns arbeiten. Und wir für uns haben dann gesagt, okay, wir sehen jede Arbeit, ob Geschäftsführer, Psychologe oder Erzieher, ob Tänzer oder Verwaltung, ist gleich viel wert. Und wir haben uns entschieden, dass bei uns die Leute, die alle die gleichen Stunden arbeiten, auch gleich viel Geld bekommen. Das ist total ungerecht. Manche haben lange Ausbildung hinter sich. Andere haben kürzere Ausbildung hinter sich. Manche haben so viel Geld, weil sie geerbt haben, dass sie eigentlich gar nichts mehr verdienen müssten. Und andere müssen ihre Familien in der Heimat versorgen und bei denen reicht es vorn und hinten nicht. Stacheln, Ungerechtigkeit. Warum erzähle ich das? Es ist immer schön zu sagen, was gut funktioniert und zu sagen, wo man gerecht ist. Und man kann auch schön andere ankreiden. Aber ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir ungerechte Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es war nie unsere Aufgabe, allen gerecht zu werden. Der Titel lautet Gerecht anders leben. Und ich glaube, es ist total notwendig, dass wir anfangen, anders zu leben. Dass wir versuchen, so gut wie möglich dieses Reich Gottes, um das wir bitten und bitten, umzusetzen. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es nicht allen gerecht machen können. Dass wir nicht allen gerecht werden können und trotzdem müssen wir arbeiten, müssen wir kreativ werden und müssen wir was Schönes machen. Denn diese Stacheln, die da sind, sind deutlich. Und die sind nicht nur in Magdeburg, die sind im Sauerland, die sind in Kassel, die sind überall. Gewöhnen wir uns dran, dass wir ungerecht sind. Machen wir was Schönes, werden wir kreativ. In Gehaltsstrukturen, in der Arbeit mit Senioren, in der Arbeit mit Kindern. Und dann bleibt noch eins. Wir müssen vertrauen. Vertrauen darauf, dass wenn wir bitten, dein Reich komme, dass Gottes Reich wirklich kommt. Nicht mein Reich, sondern sein Reich. Und ich möchte mit der Geschichte von einem Jugendlichen enden, aus der Villa. Ich habe vor 2 Wochen mit ihm zusammengesessen und er sagte, Bettina, wenn ich mir meine Seele angucke und wenn ich die malen würde, wäre sie ganz schwarz. Da ist nichts Gutes. Dieser Junge wohnt in einer Wohngruppe und er hat viele Herausforderungen erlebt, die ihm eigentlich schon, die eigentlich reichen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du, ich glaube nicht, dass es ganz schwarz ist. Ich glaube, es gibt so einen kleinen hellen Funken in dir, denn sonst könntest du nicht so schön lächeln. Und in dem Moment hat er gegrinst, das war sehr schön. Und sonst könntest du auch nicht so schön Musik machen, denn er mag Musik, er ist bei uns im Tonstudio. Dann hat er nachgedacht und sagte, ja, das stimmt. Und weißt du, Bettina, was mir wirklich Hoffnung gibt, in den Momenten, wenn ich meinem Leben ein Ende machen müsste, was mir dann hilft, weiterzuleben? Ich sagte, na, erzähl's mir. Modern Talking. Also ich habe, glaube ich, ziemlich dumm geguckt. Aber er wiederholte es nochmal und sagte, ja, weißt du, wenn ich Dieter Bohlen höre, dann hat mein Leben wieder Sinn. Was will uns das sagen? Ich glaube,
Und das glaube ich ganz fest, es gibt Hoffnung. Und ich glaube, es gibt keine gottlosen Orte, keine gottlosen Menschen und das Reich Gottes ist da. Und Gottes Hoffnung wirkt. Auch durch Modern Talking und durch unsere Gemeinden und durch jeden von uns, der hier sitzt. Und auch dann, wenn wir ungerechte Entscheidungen treffen und auch dann, wenn wir nicht alles richtig machen. Und ich glaube, wir haben diesen Auftrag, loszugehen mit unseren Träumen, mit unseren Hoffnungen. Und ja, das piekst manchmal. Und ja, wir kriegen diese Stachel nicht einfach weg, die stehen da. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das Reich Gottes das ist, was bleibt. Und dass das ist, was kommt. Und dass wir darauf vertrauen können. Also machen wir was Schönes. Mit dem Wissen ist es nicht alles richtig. Aber Gott wirkt durch uns. Danke fürs Zuhören.